Herr Vizekanzler, Ihre Redezeit darf 10 Minuten. Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Abgeordneten des Hohen Hauses. Es ist ja doch auch heute eine sehr spannende Sondersitzung gewesen, aber doch auch das eine oder andere ein bisschen tragisch auch zum Vorschein gekommen. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass man sich natürlich von Seiten der Opposition aus politischer Motivation heraus natürlich auch zu dieser dritten heutigen Sondersitzung hinreißen hat lassen, weil natürlich der Innenminister Herbert Kickl politisch der Opposition seit Anbeginn ein Dorn im Auge ist. Ich verstehe das. Ich kann das auch nachvollziehen, dass man politisch, auch ideologisch, eine völlig andere Meinung haben kann. Das ist auch gut in der Demokratie und auch richtig so. Aber dass man hier versucht, ganz bewusst ihn politisch motiviert, natürlich da oder dort, auch mit falschen Behauptungen, mit Unwahrheiten und auch mit ganz bewusst überzogenen Begrifflichkeiten versucht anzupatzen. Und ich werde dann darauf eingehen. Denn alleine die Behauptungen rund um das BVD, die dienen letztlich dazu, natürlich den Versuch zu unternehmen, den Innenminister zu diskreditieren und zu versuchen zu diskreditieren und natürlich der Opposition auch eine Bühne zu bieten. Das ist durchaus auch legitim, aber man sollte es auch aufzeigen. Und wenn dann vom Ausland hereingestreute Zurufe erfolgen, der österreichische Geheimdienst würde von wichtigen internationalen Informationen abgeschnitten, dann passt das natürlich zur Strategie. Denn was passiert denn da? Da behauptet man, das seien irgendwelche Personen, die man zwar nicht namentlich nennen kann, und das seien anonyme Personen, auf die man sich bezieht, oder irgendein journalistischer Artikel, wo auch immer, der sich auch wieder auf anonyme Personen bezieht und gar nicht bereit ist, irgendwelche Namen zu nennen, weil es die vielleicht auch gar nicht gibt. Und dann bezieht man sich auf eine Person, nämlich den ehemaligen Nachrichtendienstchef des BND in Deutschland, den Herrn Hanning August, der im Übrigen jener BND-Chef war, der ja auch schon durchaus längere Zeit auch im negativen Sinn im Gespräch war, weil er verantwortlich gewesen sein soll, als BND-Chef auch die ehemalige österreichische Regierung angeblich abgehört zu haben. Da gibt es ja auch noch einiges aufzuklären. Also nicht unbedingt etwas Erfreuliches in dem Zusammenhang mit der Person in Erinnerung rufend, aber der behauptet dann, stellt sie hin und sagt, dass sozusagen eine Warnung ausgesprochen wird vor einem Informationsaustausch mit dem BVD und führt sich dann selbst in der Zeit im Bild 2, wo er interviewt worden ist, selbst ad absurdum. Da muss man schon immer wieder auch betonen, was er da gesagt hat. Er selbst betonte, er hätte seine Meinung auf Basis der Medienberichte rund um die Vorgänge im BVD gebildet und er hätte auch keine Hinweise auf eine gestörte Zusammenarbeit zwischen den beiden Geheimdiensten. Also was jetzt? Ich kenne jemanden kennt, der angeblich gesagt hat, dass behauptet würde, die Zusammenarbeit sei gestört. Das ist offenbar genau das, was wir heute und auch laufend mit Ihren Wiederholungen erleben. Und das sind eben Gerüchte, die ganz bewusst immer wieder als Gerüchte bedient werden, völlig abseits von jeglichen Fakten. Und genau das ist es. Stichhaltige Gerüchte. Genau, so können Sie es auch bezeichnen, wenn Sie wollen. Und der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU hat erst heute auch die gute Zusammenarbeit des deutschen Nachrichtendienstes mit dem österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hervorgehoben und das auch öffentlich bestätigt und sagt es klar und deutlich. Und das sagen auch andere Dienste so. Und ich finde es dann auch besonders ungeheuerlich, wenn der Abgeordnete Greiner sich rausstellt heute und dann auch einen Vizepremier und Innenminister eines Nachbarlandes als Rechtsextremisten bezeichnet hat. Das hat in dem Haus nichts verloren. Aber das ist genau die Diktion, die man kennt und die halt immer wieder der Fall ist. Was ist der Ursprung und der eigentliche Hintergrund der Entwicklungen? Da habe ich heute gar nichts dazu gehört. Der Hintergrund und der Ursprung der Entwicklungen ist folgender, dass seit über eineinhalb Jahren in etwa ganz konkrete, jetzt sind wir wieder bei anonymen Hinweisen eines Papiers, das offenbar auch an Medien geschickt worden ist, mit ganz konkreten Vorwürfen gegen Mitarbeiter im BVD, sprich dem Verfassungsschutz, auch Auflistungen beinhaltet, wo ganz konkret in einem anonymen Papier
darauf hingewiesen wird, dass in dem sensiblen Bereich des Verfassungsschutzes mutmaßlich Korruption stattfindet, geheime Papiere, die nichts in der Öffentlichkeit verloren haben, in die Öffentlichkeit rechtswidrig und mittels Amtsmissbrauch gespielt werden, vielleicht sogar mittels Bereicherung, wo Dinge im Raum stehen, mutmaßliche Verdachtsmomente der Korruption bei Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, dass man bei Geiselnahmen öffentliche Steuergelder, um die Geiseln freizubekommen, nicht komplett für eine Auszahlung verwendet haben soll, sondern auch für eine persönliche Bereicherung angeblich das eine oder andere auch kassiert haben soll. Und andere Vorwürfe der Korruption. Und genau das muss man ernst nehmen. Das war lange bevor der Herr Innenminister Herbert Kickl geheißen hat, wo diese Vorwürfe bereits schriftlich evident waren. Und dass in Folge dann auch noch diese Vorwürfe sich da oder dort durch Zeugen erhärtet haben, das ist die weitere Geschichte. Und da reden wir nicht von Ermittlungsdruck, da reden wir von der Verantwortung, Ermittlungsverantwortung und Ermittlungspflicht bei solchen Vorwürfen in ganz konkreten Bereichen eines österreichischen Verfassungsschutzes. Das kann man doch nicht im Raum stehen lassen. Da geht es vielleicht manchen darum, das zudecken zu wollen. Nur das hat in dieser Republik nichts verloren. Solche konkreten Korruptionsvorwürfe zudecken zu wollen? Nein, da gibt es eine Aufklärungspflicht, eine Ermittlungspflicht und eine Ermittlungsverantwortung. Und Sie nennen das dann Druck. Das sei Ihnen anheimgestellt, aber auf den Begriff Druck werde ich dann auch noch entsprechend zurückkommen. Aber soweit zu den Hintergründen. Und in unserem Land, ja, gibt es zum Glück eine Gewaltenteilung. Eine Gewaltenteilung, die offenbar einige in diesem Haus nicht akzeptieren wollen. Weil kennen werden sie es ja. Und ich gehe nicht davon aus, dass Sie als Parlamentarier das wirklich nicht wissen. Nein, Sie wissen es natürlich und machen wieder besseres Wissen. Immer wieder auch Behauptungen, die gegenteilig sind. Die Gewaltenteilung stellt ganz klar sicher, dass es eine Staatsanwaltschaft gibt, die unabhängig ist. Ich erinnere mich, bei der Einführung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben zu Recht viele Abgeordnete in dem Haus gesagt, endlich gibt es keine vorherige Berichtspflicht, sondern erst im Nachhinein, damit die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch wirklich unabhängig, ohne Druck aus dem Justizressort, ohne Druck durch den verantwortlichen Justizminister, auch wirklich ermitteln kann und auch gegebenenfalls, wo Verdachtsmomente so konkret sind, Hausdurchsuchungen auch entsprechend vornehmen kann. Und jetzt auf einmal passt Ihnen das nicht, weil der Justizminister offenbar nicht vorher informiert wurde. Ja, das ist ja auch eine Kritik, die es gibt. Aber es war gut so, dass das in der Vergangenheit auch so gehandhabt worden ist. So, und genauso war es gut so, dass die Staatsanwaltschaft, die unabhängig ist, natürlich, wenn Zeugen vorstellig werden, Verdachtsmomente vorliegen, diese prüft eingehend mit den Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft und am Ende dann auch eine Entscheidungskompetenz hat, sind die Ermittlungsergebnisse so dicht und so nachhaltig und gibt es da Gefahr in Verzug, um eine Hausdurchsuchung anzuordnen. Und das macht ausschließlich die Staatsanwaltschaft und niemand anderer. Und ein Richter bewertet das dann noch zusätzlich, ob das auch entsprechend legitim und rechtskonform ist. Und das ist gut im Sinne der Gewaltenteilung. Da kann kein ressortfremder Innenminister Herbert Kickl auf einen Staatsanwalt irgendeinen Druck oder auf einen Richter irgendeinen Druck ausüben. Und es ist daher einfach skandalös, wenn Sie das immer wieder unterstellen, wieder besseres Wissen. Und deshalb sind wir stolz und froh darauf, eine unabhängige Staatsanwaltschaft auch zu haben, die sich von niemandem unter Druck setzen lässt. Und schon gar nicht von ressortfremden Ministern. Und wenn das theoretisch in Ihrem Bild Platz greifen sollte, dass das möglich sein kann, na, dann haben Sie recht, dann gehört die Staatsanwaltschaft also gänzlich in der Form die Verantwortungsträger natürlich abgesetzt und zur Verantwortung gezogen, weil ich erwarte von jedem Staatsanwalt, der unabhängig ist, dass er sich von niemandem unter Druck setzen lässt und davon gehe ich auch aus in unserer Republik. Aber weil dort die Verantwortung auch liegt. Und das ist die hehre Verantwortung, die in der Justiz, bei der Staatsanwaltschaft auch liegt. Und wenn dann das Oberlandesgericht zu Recht, weil es eine Justizangelegenheit ist, prüft, ob die von der Staatsanwalt, sprich von der untergeordneten Justiz, angeordneten Ermittlungen und Hausdurchsuchungen rechtskonform sind, ja, dann ist es auch gut und richtig, wenn das Oberlandesgericht feststellt, dass die untergeordnete Justiz in ihrer Kompetenz da oder dort vielleicht überschießend
gehandelt hat. Aber nicht der Herr Innenminister. Und das ist jetzt genau der Punkt. Und das wird immer wieder ganz bewusst, wieder besseres Wissen, immer wieder die Unwahrheit wiederholt, nach dem Motto, es wird schon was hängen und bicken bleiben. Und das ist einfach nicht redlich. Und das muss man hier, glaube ich, auch deutlich noch einmal herausarbeiten. Es ist, und ich komme zum Schluss, ganz klar, dass die Eliteeinheit der Justiz die Staatsanwaltschaft ist und die Eliteeinheit der Polizei die Kobra ist. Das sind getrennte Bereiche, es gibt getrennte Verantwortlichkeiten. Und wir haben einen exzellenten Innenminister, der dafür Sorge trägt, dass wir endlich mehr Sicherheit denn je im Land haben. Das passt Ihnen nicht, dass endlich Herr Vizekanzler, 10 Minuten sieht die Geschäftsordnung so vor. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, der nächste Redner. Es gehe hier um Ermittlungsverantwortung und nicht um Ermittlungsdruck. Korruptionsvorwürfe müssten aufgeklärt werden, so Vizekanzler Heinz-Christian Strache.